Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke. Ja, wir sind beim Rennen im Bischofsmais am Geißkopf zur Trail Trophy 2020. Und ja, ich kommentiere euch das Ganze mal wieder wie in den letzten zwei Videos, die ich von der Alpine Enduro Series am Kronplatz gemacht habe. Kommentiere ich euch das Ganze ein bisschen nach. Das habt ihr ziemlich gefeiert, fandet ihr ganz geil und deshalb habe ich gedacht, mache ich das einfach dieses Mal wieder bei der Trail Trophy am Geißkopf. Ja, auf die Trail Trophy habe ich mich mega gefreut. Ihr seht gerade, wie schon beschriftet im Video, Stage 1 vom Tag 1, also auch das Rennen ist wieder zwei Tage gegangen. Samstag und Sonntag war Race Day. Ich war ab Donnerstag schon da, wir sind am Donnerstag und Freitag jeweils mit einer Tageskarte ein bisschen gefahren. Ein paar Strecken kannte ich auch schon von den letzten Geißkopf-Videos, wo ihr auch ein paar Abschnitte gesehen habt. Genau. Aber jetzt Stage 1 von Tag 1, der erste Teil, den kannte ich schon. Ich sag euch gleich bis zu welcher Stelle. Der war auch noch relativ flüssig, da ging es einigermaßen gut bergab. Und man konnte es eigentlich ganz gut laufen lassen. Und am Ende wird das dann eher so ein relatives Gehacke, weil es relativ flach ist und man muss gucken, wie man da am flowigsten durchkommt, um möglichst viel Speed überall mitzunehmen. Genau, der Teil kommt aber wie gesagt gleich erst. Ja, es tut mir leid für die Leute, die jetzt regelmäßig Videos schauen bei mir, dass die letzten zwei Wochen leider kein Video gekommen ist. Ja, habe ich einfach nicht die Zeit gefunden, mich dahin zu setzen und ein Video zu schneiden. Hat ziemlich viel los. Und genau, ich habe auch, falls ihr es vielleicht auf Instagram gesehen habt, im Moment mein komplettes Rad zerlegt gehabt. Habe alle Lager neu gefettet, alles neu gemacht. Das war nach den zwei Rennen jetzt am Kronplatz und ja, einfach jetzt nach dem Rennen am Geißkopf. Und auch nach der ganzen Saison einfach mal nötig, alles auseinandergebaut, neue Schutzfolie drauf gemacht, alles wieder neu gefettet, die Lager waren noch gut, die sind drin geblieben und alles wieder frisch zusammengebaut. Die Gabel, meine Fox 38, war bei Fox zum ersten Service, weil da leider die Gabelkrone das erste Mal geknackt hat, aber jetzt ist wieder alles gut, die Gabel ist zurück und das Rad ist wieder zusammengebaut, wieder einsatzbereit. Genau. Und ich teste jetzt im Moment auch einen Dämpfer, da kommt im nächsten Video dazu, welcher das ist. Und genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, aber jetzt geht's ins Rennen einfach rein für euch. Stage 1, ab hier geht das Gehacke, wie vorher erwähnt, schon los. Da konnte man gerade cool reinspringen, das hat ganz, ja, schön Bock gemacht, also war ganz cool. Wie ihr seht, hier bin ich auch noch relativ flott unterwegs und dann, also da geht die Grundgeschwindigkeit, sage ich jetzt mal, höher. Natürlich gegenüber anderen, die vorne mitfahren, natürlich immer noch, ja, was heißt langsam, aber langsamer auf jeden Fall. Aber da war ich eigentlich ganz zufrieden, damit bin ich eigentlich ganz flüssig durchgekommen. Wir haben hier immer wieder so Forstwege gekreuzt, das seht ihr immer mal wieder. Stage 1 geht neben dem Flow Trail rein und war auch die Enduro 1, also die ist im Bikepark als offizielle Bikeparkstrecke als Enduro 1 ausgeschildert. Das heißt, falls ihr die Strecke, wie ihr die jetzt im Video seht, mal nachfahren wollt, dann fahrt einfach in den Bikepark Geißkopf. Ich weiß gar nicht, wie der dieses Jahr noch offen hat, aber genau, fahrt einfach in den Bikepark Geißkopf und dann könnt ihr die Strecke auch fahren. Die ist offiziell offen. Genau, da habe ich schön reingekattet, dieses Loch auf der rechten Seite versucht auszumerzen. Das habe ich im Training mir angeschaut. Da war ich mit dem Ibis Fitlock Team unterwegs, mit Tim und der Katharina und habe da ein bisschen trainiert. Genau, das hat ganz gut getan, das war ganz cool. Und ja, wie gesagt, durch das, dass ich schon ein paar Mal am Geißkopf im Bikepark jetzt war, auch mit Nico und so, habe ich mich richtig auf das Rennen gefreut, weil ich ein paar Strecken kannte und es da schon richtig gefeiert habe und richtig cool fand. Deshalb habe ich mich da echt richtig drauf gefreut und es war dann auch echt cool. Bis auf Stage 4, das seht ihr nachher, da ist ein kleiner Fail passiert, was mir mega die Zeit gekostet hat. Leider, aber ja. So ist das halt im Enduro-Rennen.
Genau, ihr seht jetzt den Samstag erstmal. Am Samstag sind wir 5 Stages gefahren, haben auf dem Parkplatz, richtige eklige Stelle, muss ich hier gerade mal anmerken, und das war richtig eklig zu fahren. Ja, da haben wir auf dem Parkplatz geschlafen, nicht im VW-Bus. Parkplatz am Gaiskopf kann man immer auch als Campingplatz nehmen, das ist sogar kostenlos da, da gibt es sogar auch einen Stromanschluss. Das Bikepark-Ticket im Prinzip mit drin. Nee, da kann man richtig cool campen, das ist richtig lässig. War in der Nacht bei uns schon relativ kalt, also ich habe zweimal die Standheizung am Auto angemacht. Hier kam jetzt nochmal, ja, wo es zum Ende von Stage 1 kommt, noch ein kleines Drehstück und ein kleiner Jump über den Baumstumpf, den seht ihr jetzt dann gleich. Da kommt der Jump. Da habe ich versucht, nach schön links rauszuspringen, damit ich die Kurve weit außen anfahren kann oder relativ weit außen anfahren kann. Hier Two-Wheel-Drift durch die Kurve, da habe ich kurz gestruggelt. Und dann geht es hier noch um die Wiesenkurve und auch schon durchs Ziel und bis gleich bei Stage 2. Friede sei mit dir. Alles Gute. So, der Manu und der Holger machen blöde Sprüche hinter mir. Es geht rein in Stage 2 am Samstag. Und ihr seht schon, wo wir reinfahren. Es ist der Flow Trail. Tatsächlich haben sie den Flow Trail abgesteckt. Als Stage top to bottom. Ich fand's richtig krass, dass sie das machen. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und ich muss sagen, es war auch die Stage, vor der ich fast am meisten Schiss hatte, weil Flow Trail wird halt am Gaiskopf, wer den kennt, schon relativ schnell, wenn man da Vollgas durchfährt. Aber die Anlieger sind richtig geil gebaut, das heißt, man kann da richtig reinhalten, wie ihr hier zum Beispiel ausseht. Ja, war ich ganz zufrieden mit mir, ich wollte ja safe runterfahren, safe runterkommen, aber ein konstantes Tempo durchfahren. Und ich glaube, das habe ich auch ganz gut geschafft. Genau. Mega krasse Stage einfach, den Flow Trail da komplett runter zu heizen. Ist eine Challenge, da zeigt sich, wer Kurven fahren kann, wer Flow Trail fahren drauf hat im Prinzip. Und wer auch Ausdauer hat, ja, weil da zählt auch die Ausdauer, wer da am längsten durchhält. Weil es ja dann schon eine relative Strecke ist. Und ja, die Stelle hier ist die Julian-Claudi-Gedächtnisstelle. Da lag auch jemand tatsächlich. Ja, Julian-Claudi-Gedächtnisstelle, der ist im Rennen leider da abgeflogen. Auf dem Flow Trail, genau an der Stelle, wo ich gerade vorher gesagt habe. Hat sich beide Handgelenke gebrochen, richtig mies. War davor richtig gut unterwegs. Wer das GoPro-Video vom Sturz mal sehen will, schaut mal bei ihm auf Instagram vorbei, at Julian Claudi. Grüße gehen raus an der Stelle. Alles Gute auf jeden Fall, dass du bald wieder auf dem Bike bist. Ja, genau. Der ist aber nach mir gestürzt. Ihr habt gesehen, in der Kurve danach ist auch jemand gelegen. Ich habe es ganz spät realisiert, deshalb auch relativ schnell leider dran vorbeigefahren. Man will ja da in seinem Race Run, sage ich jetzt mal, auch nicht bremsen, aber bei sowas muss man einfach Rücksicht nehmen. Und ich habe auch die Bremse auf jeden Fall gezogen. Ja. Bei mir kommt es da nicht drauf an, ob ich da eine Sekunde verliere, sage ich jetzt mal. Das ist egal in so einem Fall. Da geht die Gesundheit von den anderen vor und da muss man einfach mal als Fahrer ein bisschen Rücksicht nehmen drauf, dass es auch noch andere gibt, die irgendwie da heil runterkommen wollen. Ja, aber wie ihr seht, ganz solide, das Flow Trail hat richtig Spaß gemacht, wenn man sich überlegt, ob wir am Tag vorher nochmal mit dem Besen durchlaufen und die ganzen Anlieger kehren. Haben wir aber nicht gemacht. Aber ja, wäre ganz witzig geworden einfach. Ja, hier schönes Highspeed-Stück, habe ich mich richtig schön über den Lenker gelegt, alle Pumps einfach weggeflowt. Hat eigentlich richtig Bock gemacht, auch da runter zu heizen.
Ja, der Flow Trail, ich finde es einer der coolsten Flow Trails überhaupt, die ich bisher gefahren bin. Der macht richtig Laune und der ist einfach so gebaut, dass man eigentlich die Bremse voll offen lassen kann, kein einziges Mal treten muss, weil es irgendwo bergauf geht oder so. Einfach richtig geil flowig gebaut, macht richtig Spaß. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, dass nicht so viele Jumps drin sind, aber das ist natürlich anfängerfreundlich einfach. So ein paar Tables sind zum Beispiel in Willingen in der Flow Country mehr drin. Das hat mir auch mega Bock gemacht, aber der Flow Trail ist einfach kurventechnisch und rollertechnisch der Hammer. Da kann man ein paar schöne Gaps machen hier. Top. Jawohl. Habe ich auch gemacht im Rennen. Die Wellen habe ich alle gepumpt, da nochmal Speed rauszuholen. Ja, genau. Also, mehr Sprünge werden cool in dem Trail, aber der macht auch so mega Bock. Und wenn man nicht mehr kann im Geistkopf, dann fährt man Flow Trail. Dann, ja, hat man da auch einfach noch Spaß. Und ja, jetzt sind wir auch gleich schon unten. Da ist gleich schon das Ziel für Stage 2 und bis gleich bei Stage 3. Ja, Leute, Stage 3. Vielleicht mal so ein bisschen zu der Tretsituation, wie die war. Also, wir mussten zu Stage 1 nach oben treten. Das heißt im Prinzip einmal von der Talstation zur Bergstation am Geißkopf. Das war schon relativ anstrengend, da tritt man am Flow Trail den Schotterweg nach oben. Und dann sind wir in Stage 1 reingestartet. Zu Stage 2 zum Flow Trail ging es dann mit dem Lift und zu Stage 3, also dann wieder runter, kommt man wieder am Lift unten raus nach dem Flow Trail logischerweise. Und zu Stage 3 mussten wir den E-Bike Uphill hochtreten, der parallel zur Enduro 2 Strecke verläuft. Das war richtig krass, bin ich mit dem Holger zusammen hochgetreten. Und so ist man dann zu Stage 3 gekommen. Die hat am Geißkopf, am Gipfelkreuz ist die gestartet. Und ihr seht, alles relativ frisch, ziemlich frische Stage. Wahrscheinlich extra fürs Enduro-Rennen angelegt. Am Anfang ist man ein Stück den Wanderweg oben gefahren. Und dann ging es in dieses frische Stück hier rein. Oben war ich relativ langsam. Das hat mich ein bisschen geärgert. Da hätte ich auf jeden Fall deutlich schneller fahren können. Ja, hat mich einfach genervt. Im Nachhinein hätte ich da mehr reintreten können, mehr pushen können, mehr fokussiert, konzentrierter sein. Aber ja, ab hier ist es eigentlich dann ganz gut geworden. Da war ich ganz zufrieden. Und genau. Ihr seht oben relativ loamy, ein paar Kurven und so, nicht wirklich technisch anspruchsvoll, aber einfach spaßig. Und auch hier in dem Loam fahre ich richtig gern, solche Stages mag ich richtig gern, solange es nicht bergauf geht und man dem Loam stecken bleibt, weil zu langsam ist, so wie am Kronplatz zum Beispiel in ein, zwei Stages, wo das der Fall war. War hier bei Stage 3 nicht so. Ihr seht alles relativ frisch durch Nadelwald. Hier über den Schotterweg und dann ein relativ flaches Stück. War so rückgassenmäßig hier. Dann kam noch eine enge Kurve, da hat es mich ultra genervt, dass ich nicht die Highline genommen habe. Highline wäre so viel schneller gewesen. Hier ist kurz eng geworden, das habe ich aber eigentlich ganz gut dann noch getroffen, trotz dass ich oben nicht die Highline gefahren bin. Gibt es nochmal auf den Weg runter, genau, und jetzt kommt das flache Stück, da muss man richtig reintreten, da seht ihr, jetzt bin ich am Treten und am Stöhnen, weil ich keine Kraft mehr habe, aber ja, Linkskurve und jetzt gibt es eine Rückegasse oder so ein, ja, Forstweg, sage ich jetzt einfach mal, runter, ziemlich Highspeed, ja, kann man einfach reintreten oder halt auch ich über den Lenker oben reingetreten und mich dann über den Lenker gelegt und einfach geflowt. Ja, Stage 3 haben wir auch trainiert. Wir haben alle Stages eigentlich einmal, mindestens einmal gefahren. Da ging es dann wieder rein. Zeitnahme und hier konnte man außen anfahren und dann kam man besser in diese Kurve rein. Das habe ich im Training mir gemerkt. Dann ging es hier ziemlich laumig runter, hat aber richtig Laune gemacht.
Danke! Fotograf. Ja, da schrei ich danke für die Arbeit, die die Jungs da immer machen, die Fotos machen. Ich weiß, was das für eine Arbeit ist, immer Fotos machen zu müssen oder Fotos zu machen, das alles durchzuschauen. Da wäre die Inside besser gewesen und dann hier wieder Inside, aber ja, so ein paar Linien habe ich halt leider vercheckt. Dann ging es hier wieder so eine Rückegasse, so komplett zugewachsen runter. Ich habe mich im Training schon gesagt, ich entscheide mich für die rechte Variante, weil die linke Variante, habt ihr da gerade gesehen, ist relativ zugewachsen. Aber hier dann links drüber, weil es hier gleich rechts wieder reingeht. Kurve schön außen anfahren. Schön reingesprungen, da lag wieder ein Fotograf. Blow me ziemlich straight nach unten. Ziemlich Falllinie einfach. Ja, und dann ging es, glaube ich, gleich nochmal über den Weg, genau, und dann ging es in ein Wiesenstück rein. Und in diesem Wiesenstück, da war eine Kante drin, also irgendwie, da ist man auch so teilweise noch auf so einer Rückegasse gefahren, das zeige ich euch gleich. Da hat man so eine Rückegasse gekreuzt. Und zwar genau, da war die Kante, genau, ja, da war so eine blöde Kante drin und hier ging es auf diese Rückegasse raus. Aber ja, diese Kante, da habe ich mir im Training auch gemerkt, muss man einfach hoch. Und ja, das war Stage 3. Yo Leute, Stage 4 ging auch wieder vom Geißkopf oben hoch, sind wir mit dem Lift hingefahren zu Stage 4. Und da ging es auf der anderen Seite vom Geißkopf im Prinzip runter, von der Bergstation, diesen Wanderweg, der auf der anderen Seite runter geht. Für die Leute natürlich, die da schon mal waren. Das war eine krasse Stage, sage ich euch. Die war echt heftig. Hat ultra Laune gemacht, ist ein mega Fail von mir drin. Den seht ihr nachher. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt, was da passiert ist. Ja, war ultra krass, hier ging es auf so einen Schotterweg raus und dann einfach Full Speed. Keine Ahnung, wie schnell man da ist, aber hier rein gappen, nochmal gappen, nochmal gappen, die ganzen Wurzeln immer wieder abgezogen und Bunny Hop und da drüber gesprungen. War richtig krass und dann ging es hier in so ein komplett offenes Feld einfach rein, wo man halt irgendeine Linie nehmen musste, da Bunny Hop über den großen Stein drüber, um möglichst straight irgendwie da durchzukommen und jetzt kommt der Fail. Gleich. Hier geht es über so Wurzeln und man ist relativ flach, man muss die ganze Zeit treten. Und jetzt gleich kommt der Fail. Ja, scheiße, genau. Scheiße. Da ist mir schön die Kette vorne runtergefallen. Ja. Keine Kettenführung und ihr seht, ich halt an. Ich muss einfach anhalten, es geht nicht anders. Die Kette hat sich da noch verklemmt und dann habe ich mir gedacht, okay Jonas, jetzt leg die Kette sauber drauf. Sonst hast du gleich wieder ein Problem. Hier einmal durchgedreht, Kette wieder drauf. Zurückgeschaut gleich, weil von hinten kommt ja der nächste. Da habe ich 30 Sekunden verloren. Und da habe ich ihn gesehen. Und wisst ihr, wer das war? Das war der Holger. Der Holger ist nämlich hinter mir gestartet. Und dann haben wir uns gegenseitig angeschrien. Er hat mich von hinten angeschrien. Ich ihn von vorne, dass wir Gas geben jetzt. Komm! Und Hammer, habe ich noch gesagt, dass eine Kette unten war, genau. Weil das sich schon gewundert hat, was passiert ist. Und irgendwie haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich trotzdem vorne bleibe und er nicht an mir vorbeifährt. Was sich dann rausstellt, was ganz gut war. Ich habe dann nach dem Fail habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich einfach alles geben, weil jetzt ist es egal, jetzt habe ich so viel Zeit verloren, jetzt muss ich einfach alles rausholen. Und der Weg, der war krass. Ihr seht den losen Schotter, die ganze Zeit gedriftet, das war krank. Also da sind, glaube ich, einige Leute abgeflogen auf diesem Schotterweg, weil der war so rutschig. Und dann ging es hier wieder rein in den Schotterweg. In den Wanderweg, sorry. Ich habe vorne dann sogar Kommentare gegeben zu den Gegebenheiten vom Trail, dass der Holger das hinter mir hört, weil wir sind ja miteinander da gewesen und waren sind ja Freunde und dann natürlich zieht man sich da irgendwie durch das Rennen, auch wenn der eine vorne fällt. Hier kamen jetzt so komische Brücken, habe ich aber ganz gut hingekriegt, habe ich gedacht, es wird viel schlimmer, da Bunny Hop hoch. Jetzt wieder über die Brücke, dann da Vollgas durch das Matschloch durch, irgendwie versuchen oben zu bleiben.
Hier bin ich die Highline durchgefahren, was eigentlich gar nicht so schlecht war. Und dann kam dieser blöde Anstieg und ich habe natürlich nicht mehr dran gedacht. Aber hier war der Holger jetzt schon ein ganzes Stück hinter mir. Da habe ich dem schon ein ganzes Stück abgenommen gehabt durch diese ersten zwei Senken. Wieder über so eine Brücke durch den Bach und alles Mögliche kam da. Und dann habe ich es einfach nur laufen lassen. Also hier die Bremse irgendwie komplett offen gefühlt. Da habe ich einfach Gas gegeben. Genau, ging es jetzt ziemlich straight und ziemlich steil runter zur Falllinie. Und jetzt ging es auf einen Schotterweg raus und danach wurde es einfach krank. Also da habe ich es echt fliegen lassen. Hier auf dem Schotterweg, kleiner Sprung über dieses Ding, sieht man gar nicht im GoPro-Video. Und dann hier einfach Fullspeed reingehalten, dieses Loamy-Stück, das sie neu gemacht haben. Das war krass, sage ich euch. Da habe ich einfach Lenker festgehalten und die Bremse offen gelassen. Da habe ich mal einen Blick nach hinten riskiert, wo der Holger ist. Und der war ein ganzes Stück hinter mir weg. Also es war gut, dass ich ihn nicht vorgelassen habe oder dass wir uns geeinigt haben, dass er hinten bleibt. Genau, jetzt kommt hier gleich so eine Steinkante, da stand Danger und das hatten wir uns im Training angeguckt. Und ich habe gesagt, okay, ich muss Race-Linie fahren und schaut mal, wo ich da entlang gefahren bin. Richtig geil, mich richtig gefeiert, dass das so gut funktioniert hat. Da vorne noch ein Mädel überholt. Hier. Kurz geschrien und da konnte ich nicht mal in diese Rut rein und man sagt ja immer, dass man so Ruts, wenn es so Ruts gibt, eben durchfahren soll, weil man da halt den meisten Grip hat, aber da stand da das Mädel drin in der Rut und deshalb musste ich da komplett off-camber irgendwie hoch, das war krass, aber hat geklappt. Ja, und da habe ich halt einfach dann noch runter gesandet. Alter, schaut euch an, wie ich durch dieses Bachbett da gefühlt durch bin. Und dann habe ich gedacht, ich hole den da vorne sogar noch ein, weil ich da ultra reingetreten habe. Hab dann glaube auch nochmal angefeuert, weil ich nicht genau wusste, wo das Ziel ist. Also wie gesagt, im Rennen sowas ist keinesfalls böse gemeint. Aber ja. Ja Leute, bei Stage 5 ist mir irgendwie ein Fail passiert. Oder beziehungsweise nicht mir, ich kann da eigentlich wenig dafür. Und zwar hat die GoPro einfach abgeschalten. Ja, tut mir leid, Stage 5 war die Freeride. Die könnt ihr euch in vielen anderen Videos vom Geistkopf von mir anschauen. Deshalb ist es nicht so schlimm, dass es die Stage war. Hätte mich bei einer anderen Stage mehr geärgert. Hier haben sie leider noch die Sprünge rausgeflattert und gleich ist das Video aus. Also wir sind gleich bei Stage 6. Danke. Ja, Stage 6 an Tag 2. Also wie gesagt, sorry für Stage 5, dass die nicht da ist, aber mehr habe ich leider von Stage 5 nicht. Ja, aber wie gesagt, ist die komplette Freeride. Stage 6 war dann Tag 2 am Sonntag, die erste Stage, zu der mussten wir wieder hochtreten. Genau, also das ist im Prinzip fast kurz unterhalb von der Bergstation vom Geißkopf losgegangen. Von dem her war das wie an Tag 1 zu Stage 1 zu treten, also relativ ein ganz knackiger Anstieg ging es da hoch. Nee, halt, jetzt habe ich Mist gelabert. Hier ging es über den Stein, ich erkläre es euch gleich und hier habe ich einen kleinen Shortcut ausprobiert. Yes! Kurz geht's bergauf und dann geht's Loamy weiter. Wir haben die Stage relativ oft im Training trainiert. Ja, was ich sagen wollte, ich habe Mist erzählt, wir sind zu Stage 6, zur ersten Stage am Tag, am Sonntag, sind wir mit dem Lift gefahren und zu Stage 7 dann getreten. Ja. Genau, also haben wir im Training echt oft trainiert, die Stage 6. Hat im oberen Teil, finde ich, richtig Spaß gemacht. Gerade der Stein war ein richtig cooles Feature zum Abrollen. Genau, das hat richtig Laune gemacht. Ja, die Stage 6 mündet gleich auf nachher oder demnächst auf die Freeride. Hier habe ich mich jetzt gleich für die rechte Linie über die Steine entschieden. Da gibt es auch noch links eine Line. Aber dann kommt man in die Kurve enger rein und die war eh schon so eng und so eine tiefe Rut drin. Deshalb habe ich mich da für die Steine entschieden, die abzurollen. Genau.
Ja, die Stage 6 kommt jetzt von dem frischen Teil raus, im unteren Drittel von der Freeride. Hier geht es nochmal über den Weg. Und den Rest sind wir dann noch Freeride runtergefahren. Das war aber auch noch Stage. Also das Ende von der Freeride war auch dann das Ende von der Stage. Und ihr seht, jetzt geht es hier Riesenweg. Und wer die Freeride kennt, die kommt hier von links runter. Und jetzt kommen wir vor dem großen Stein rein. Und den haben sie von Tag 1 zu Tag 2 noch umgeflattert, dass man den nicht fahren konnte. Da seht ihr links den großen Stein. Und hier musste man hoch. Also ganz interessant, da haben sie ein paar Features eingebaut, die ein bisschen tricky waren. Wo die Leute auch oft verwirrt, sage ich jetzt mal, waren. Und dann geht die Freeride runter und die kenne ich in- und auswendig, die Freeride. Da konnte ich es dann schön laufen lassen, es hat richtig Laune gemacht. Genau, da war auch was rausgeflattert, das war aber am Tag 1 am Samstag auch schon so. Und schön über die Steine runter droppen. Inside. Ja, war ganz gut eigentlich. Die Kurve, dann eine offenere Kurve. Nochmal eintreten, 50 Meter bis zum Ziel. Und hier war auch das Ziel schon. Genau, von Stage 6 und wir sehen uns gleich bei Stage 7. So, Stage 7. War richtig cool, richtig cooler Typ da oben am Start. Der hat über eine Bluetooth-Box diese Piepstöne vom Downhill-Rennen als Gate Director da oben abspielen lassen. Das war richtig cool, hat richtig Laune gemacht. Und es ging in Stage 7 rein. Ja, Stage 7 hatte ich auch Schiss vor, war eine Highspeed-Stage in so ein Steinfeld rein. Ja, da musste man einfach, sag jetzt mal, ein bisschen Eier haben. Da habe ich gleich mal ein Gap gemacht da oben. War relativ close, da hat meine Felge auch, glaube ich, einiges gespürt von dem Gap, weil ich da ein bisschen gecased bin. Und dann war es einfach Highspeed. Ihr seht, hier heißt es einfach Bremse offen lassen, ja, und einfach Eier haben, da komplett drüber durchzuschießen. Ja, wie gesagt, das Schnellste war ich da sicherlich nicht. War ich überall nett, aber ja, wie gesagt, mir geht es bei den Rennen auch darum, Spaß zu haben und nicht runter zu fliegen, das ist mir eigentlich das Wichtigste und dann macht Spaß. Dann hat man eine gute Zeit und kann auch noch das nächste Rennen auch noch fahren und ist nicht runtergeflogen. Also deshalb fahre ich da nicht immer auf letzter Rille, aber natürlich schon, ich sag jetzt mal, ergebnisorientiert. Ja, wie gesagt, ihr seht, hier geht es in so ein Steinfeld rein und jetzt sind wir immer wieder von der Rückegasse auf einen Wanderweg gekreuzt. Hier seht ihr, rechts geht die Rückegasse und wir gehen links auf den Wanderweg. Hier ging es relativ, ja, schon ordentlich steil runter und auch relativ wurzlig, steinig. Genau. Dann ging es wieder auf die Rückegasse raus. Jetzt sind wir wieder auf der Rückegasse, die Rückegasse Highspeed runter, wieder in den Wanderweg rein. Wieder ein Stück Wanderweg ballern. Da kommen dann auch gleich ein paar größere Steine. Das war wieder auf die Rückegasse rüber. Wieder ein Wanderweg. Also wie ihr seht, immer rechts, links. Da wird es ein bisschen technischer in dem Wanderweg jetzt. Paar mehr Steine. Ich glaube, da gab es gleich so ein, da kam eine Kurve, da bin ich im Training gestürzt. Deshalb habe ich da langsam gemacht. Genau. Über den Wanderweg und Vollgas weiter, einfach ging auch der Wanderweg weiter. Ein paar Leute waren da gestanden, haben zugeschaut. Ich finde das immer ganz cool, das pusht mich, wenn Leute da stehen und zuschauen. Und am besten ist natürlich, wenn sie noch anfeuern. Ja, hier habe ich versucht, den Steinen irgendwie auszuweichen, irgendwie immer von in dieser Rinne von rechts nach links zu fahren. Das war ein ziemlich krasses Gap über den Stein. Noch relativ unübersichtlich und im Training auch schon fast gestürzt, aber ich habe es dann im Race Run trotzdem gemacht. Genau, ihr seht hier relativ straight, ja, einfach die Bremse offen lassen, Gas geben. Immer war wieder ein paar Jumps drin, hat mehr Spaß gemacht im Rennen als im Training. Im Training habe ich gedacht, oh Gott, was das für ein, in Anführungszeichen, Scheiß, aber im Rennen war es dann doch ganz witzig, hat dann doch Spaß gemacht und ja, war dann doch eigentlich ganz cool.
Genau, war nicht so eine lange Stage. Ihr seht schon die Schilder, 50 Meter bis zum Ziel und dann habe ich es auch schon geschafft gehabt. Und ja, wir sehen uns gleich bei Stage 8. Ich würde sagen Ziel. So Leute, Stage 8 war die Downhill-Strecke, wie ihr schon seht. Ihr seht den Downhill-Start. Aber wie viele von euch, die die Downhill-Strecke kennen und das Rennen nicht mitgefahren sind, gleich sehen werden, das ist nicht die Original-Downhill-Strecke, sondern da ist viel rausgeflattert. Ihr seht hier schon die ganzen Sprünge einfach komplett rausgeflattert. Es war eine ganz andere Strecke wie für die Leute, die sonst die Downhill-Strecke kennen. Ihr seht da rechts wieder alles rausgeflattert. Viele haben sich beschwert und haben gesagt, ja, warum flattern die alles raus und so, ist ja voll langweilig und macht die Strecke kaputt und alles mögliche. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Ich bin bei so einem Rennen eigentlich eh nicht so der Sprung-Gap-Typ. Da Julian Claudi am Rand hat am zweiten Tag, ist am ersten Tag gestürzt und hat am zweiten Tag an der Strecke richtig Alarm gemacht. Richtig cooler Typ, richtig coole Aktion. Schaut bei dem auch mal auf YouTube vorbei, da gibt es auch noch ein Video zu dem Sturz und danach, am zweiten Tag hat er mit der GoPro von außen ein bisschen gefilmt. Ja, da war das Flatterband leider unten gelegen. Ich habe das auch zu spät gesehen, habe mich gewundert im Training, aber wenn es unten liegt und durchgefahren ist das Flatterband, dann kann man auch nicht mehr so schnell reagieren. Deshalb bin ich da durchgefahren, sind aber fast alle durchgefahren, die hinter mir waren. Von daher, da kann ich, würde ich jetzt mal behaupten, nichts dafür. Ja, viele haben sich beschwert, dass so viel rausgeflattert war. Ich fand es aber ganz gut, weil es faire Bedingungen geschaffen hat. Weil die Leute, die die Downhill-Strecke in- und auswendig kennen, die können dann halt ihre Lines fahren und da voll runterbrettern. Und die Leute, die keine Ahnung haben und vielleicht das Rennen sogar blind fahren, für die ist es dann halt schon ein massiver Nachteil. Und das finde ich eigentlich immer ein bisschen blöd. Deshalb ja, war es ganz gut. Hier der Chris, auch am Tag 1 gestürzt, am Samstag. Chris Rotenbach hat auch angefeuert, richtig cool. Und den Jungs haben wir abends eigentlich immer gechillt. Vom Team Hero Bikes, genau. Jetzt ging es hier über ein Wiesenstück wieder in die Downhill-Strecke rein. Das Gap haben sie rausgeflattert oben. Nach dem Schotterweg direkt, wo die Downhiller wahrscheinlich von euch kennen. Und ihr seht hier die Sprünge, wie gesagt, alle rausgeflattert, da richtig sketchy mit dem Hinterrad rumgesurft. War aber ganz okay. Ja, hier noch zwei, drei kleine Gaps gesprungen und ein Sprung war tatsächlich unten, offen, nicht unten. Der war offen, ganz unten. Seht ihr gleich und da waren noch ein paar Fotografen gestanden. Die haben das einzige Bild von dem Wochenende gemacht von mir, am Geißkopf, das veröffentlicht wurde. Das seht ihr auf Instagram unter Jonas Heidel. Ich verlinke es euch mal, da seht ihr den Sprung. Der war offen, den hätte man theoretisch aber auch abrollen können und dann habe ich es geschafft, Stage 8. Die Katharina vom Ibis Fitlock Team wartet da, checkt mit mir ab. Wir haben es beide geschafft. So, Leute, Stage 9 am Sonntag, also Stage 9 insgesamt, richtig geile Stage, die Enduro 2 im Bikepark Geiskopf, ich habe es richtig gefeiert, meine Lieblingsstage vom ganzen Rennen und auch meine Lieblingsstrecke in dem Bikepark, glaube ich. Richtig coole Strecke, bin ich schon. Also ist eine offizielle Bikepark-Strecke, wurde aber schon vom Bikepark fürs Rennen eigentlich angelegt, aber schon vor ein paar Monaten. Und durch das, dass wir die letzten paar Monate immer mal wieder am Geißkopf fahren, im Bikepark mit Nico auch, wie ihr die Videos ja kennt, kannte ich die Strecke und die hat einfach mega Laune gemacht. Mehr kann man nicht sagen, die macht einfach nur Bock. Top to bottom ist die natürlich auch relativ anstrengend, relativ ausdauerintensiv, aber trotzdem macht sie mega Spaß. Man hat einfach ja, Spaß in der Strecke, mehr kann man es nicht sagen, da kommt man runter und sagt geil, geile Strecke. Zu der Strecke habe ich auch ein Vorstellungsvideo gemacht, findet ihr auf YouTube auf meinem Kanal. Da Julian Claudi wieder am Start, hier links, richtige Legende, feuert richtig an, gibt noch Tipps. Ja, sorry, wenn ich da bei der Spinne nicht hundertprozentig
on point performt habe an der Stelle. Es tut mir leid, Julian. Ja. Ja, richtig coole Stage, hat richtig Laune gemacht. Als Abschluss zum Rennen nochmal richtig cool. Und genau, schaut einfach zu. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Stage. Wie gesagt, Vorstellungsvideo habe ich gemacht, hier die Kurve schön außen angefahren, so wollte ich es machen. Habe es im Rennen dreimal verkackt und im Rennen habe ich es dann, im Training habe ich es dreimal verkackt und im Rennen habe ich es dann hingekriegt. Richtig cool. Ja, wie gesagt, Vorstellungsvideo findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, das erste Video von der Strecke, das rauskam, das habe ich gemacht. War so geplant, als ich kurz nach der Eröffnung bin ich das erste Mal gefahren. Aua. Voll gegen Baum. Da bin ich bei der Ausfahrt voll gegen einen Baum gefahren mit der Schulter. Das hat ziemlich weh getan. Deshalb habe ich da ein bisschen gekotzt. Hier haben sie was neu abgeflattert gehabt über diesen Stein. War cool. Hat richtig Spaß gemacht. Da standen Leute und haben dann angefeuert. Auf Stage 8 auch und auf Stage 9 ebenfalls. Richtig cool. Pusht mich immer wieder. Freue mich, wenn Leute anfeuern. Ja, genau. Das Video geht Richtung Ende. Wir sind dann demnächst auch unten. Also habe ich es geschafft. Ja, kein Sturz im Rennen gehabt. Das war mir wichtig. Einmal die Kette runtergeflogen, hat mich geärgert. Ich fahre keine Kettenführung. Vielleicht auch selber schuld, könnte man sagen. Passiert. Auf jeden Fall im nächsten Rennen, denke ich, überlege ich, ob eine Kettenführung dran mache. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Aber ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und ja, sonst war es ein solides Rennen, fand ich. Hat mir Spaß gemacht. Weiß gar nicht mehr, auf welchem Platz ich schlussendlich jetzt gelandet bin. Aber die Ergebnisse vom Rennen mit den ganzen einzelnen Zeiten und so packe ich euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das detailliert angucken. Ich kopiere das einfach von SI-Timing raus. Das heißt, das sind die Originalzeiten, die man auch im Internet nachschauen kann vom Rennen. Falls ihr euch da irgendwie, keine Ahnung, vergleichen wollt oder schauen wollt, wie schnell ich wo war. Wie gesagt, Stage 4 habe ich locker 30 Sekunden verloren wegen der Kettenaktion, aber ja, ist so. Hier haben sie Gott sei Dank Scatter aufgemacht, das war cool, dann konnten wir da mehr, mit mehr Schwung rein. Boah, die hat das Laune gemacht, unglaublich. Ja, aber richtig cool, hat die Trail Trophy Saison gut abgerundet. Ich bin beide, alle drei Trail Trophies, die stattgefunden haben, bin ich mitgefahren, St. Andreasberg. In Breitenbrunn und hier am Geißkopf. Falls ihr da die Videos sehen wollt, schaut gerne auf YouTube. Da sind die überall. Oh, Bunny Hop über den Baumstamm. Nicht schlecht. Hier schön Inside rein. Genau. Schaut auf YouTube vorbei, würde mich freuen. Und falls ihr zu dem Rennen noch ein Video wollt, schaut mal beim Joel Hasselfeld vorbei. Der hat auch ein Video so ein bisschen nachkommentiert von seinen GoPro-Clips. Der ist, glaube ich, 9. oder so geworden. Also richtig starke Leistung, auch von Nonplus Factory Racing. Genau, schaut da vorbei. Oh. Ich habe es geschafft. Geil. Die Katharina wartet auf mich, die ist da gefahren. Ich habe mich richtig gefreut. Noch ein Checker zum Schluss und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Ciao.